Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video knüpfen wir quasi an eine vorherige Folge auf unserem Kanal an. Wir hatten euch bereits gezeigt, wie ihr Instagram-Shopping einrichtet. Nun erweitern wir das Ganze und erklären euch, wie ihr Instagram und Shopify miteinander verbindet. Das birgt dann den Vorteil, dass ihr beispielsweise eure Produkte einfach in einem Feedpost verlinken könnt und eure Community, als auch alle neuen Leute, die ihr durch Hashtags erreicht, dann direkt von Instagram zum Shopify-Shop weitergeleitet werden. Doch gehen wir vorab noch einmal im Schnelldurchlauf durch, was es bei der Instagram-Shop-Einrichtung zu beachten gilt. Ihr müsst einen Business- oder Creator-Account besitzen und die Richtlinien von Meta erfüllen. Das heißt, sowohl dein Facebook- als auch Instagram-Account, als auch deine Facebook-Seite müssen den Nutzungsbedingungen als auch den Handelsrichtlinien standhalten. Des Weiteren repräsentierst du ein Unternehmen und besitzt somit auch eine Domain. Dieses Unternehmen sollte Vertrauenswürdigkeit ausstrahlen, also falsche Nummern oder E-Mail-Adressen wären hier deplatziert. Nun müssen Instagram-Account und Facebook-Seite verbunden werden und ihr über die Facebook Business Suite auf den Commerce Manager zugreifen. Ab diesem Punkt gibt es zwei Pfade, um fortzufahren. Entweder wie in unserem vorherigen Video, dass als Grundlage der interne Katalog verwendet wird, oder aber beispielsweise Shopify als Grundlage für die Produkte dient. Um Shopify und Facebook nun miteinander zu verbinden, gehen wir genauso vor wie in unserem Facebook Pixel einrichten Video, das wir euch oben rechts verlinkt haben. Wir fügen als allererstes Facebook in Shopify als Vertriebskanal hinzu. Dann wählen wir das Facebook Marketing Setup aus. Hier muss dein persönliches Facebook Profil verbunden werden. Dazu tragt euer Facebook-Passwort ein. Nun werden euch alle mit diesem Account verbundenen Business-Manager-Profile angezeigt. Wählt an der Stelle das gewünschte aus. Genauso macht ihr das für euer passendes Anzeigekonto und die richtige Facebook-Seite. Nun wählt ihr den Pixel aus, der auch bei euch in Facebook hinterlegt ist. Nachdem ihr dann euer Zielland eingestellt habt, schließt die Einrichtung ab. Falls bei euch etwas nicht funktionieren sollte, versucht alle Schritte aus dem Video Facebook Pixel erstellen und mit deinem Shopify Online-Shop verbinden 1:1 umzusetzen. Ist diese Einrichtung für Facebook Marketing abgeschlossen, sollte bei euch im Facebook Vertriebskanal Instagram Shopping als Option vorhanden sein. Setzt das Setup fort. Nun sollte bei euch auch hinter allen Punkten grüne Haken erscheinen. Wenn nicht, wisst ihr schon mal, an welcher Stelle es hakt. Ihr müsst euch nun nur noch mit eurem Instagram Business Account anmelden und euer Facebook Commerce Konto auswählen oder, wenn ihr das zuvor noch nicht gemacht habt, ein neues erstellen. Zum Schluss musst du noch die Geschäftsbedingungen akzeptieren und bist damit fertig. Das heißt aber leider nicht, dass du direkt starten kannst, sondern nur, dass dein Shop zur Prüfung eingereicht wurde. Das kann mehrere Tage bis hin zu Wochen dauern. Führe diese Schritte also so früh wie möglich durch. Den aktuellen Status kannst du dann aber jederzeit in Instagram selbst einsehen. Gehe dazu in die Einstellungen rein und Instagram Shopping einrichten. Somit hast du Instagram Shopping mit deinem Shopify Shop verbunden und kannst nun davon profitieren, indem du direkte Verlinkungen zu deinen Produkten in einem Shopify Shop in deinen Instagram Post unterbringst. Sollte es an der einen oder anderen Stelle gehakt haben, dann helfen wir euch als Shopify-Agentur als auch Social-Media-Agentur sehr gerne weiter. Auch um andere Belange wie die Erstellung einer Social-Media-Strategie, die Umsetzung von Produktvideos als auch die Optimierung eures Shops zählen zu unseren Kernkompetenzen. Schau dich dazu gerne auf der oben rechts verlinkten Seite um und vereinbare direkt einen Termin. Hat euch das Video weitergeholfen? Lasst gerne ein Like und Abo da, um auch in Zukunft kein eBakery-Tutorial mehr zu verpassen. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.